dir. Boah, die liegen schon, die ist gelegt da rum. Guck jetzt mal, die liegt schon rum. So, jetzt mal Lampe anmachen. Ja. Erste Gasmaske. NVA-Helme, Schläuche ohne Ende. Ewige Ampullen. Richtig krass. Und irgendwelche Schutzanzüge. Und hier haben wir sogar. Wie heißen die Dinger nochmal? Filter. Gasmaskenfilter. Krass, Alter. Würde ich sagen, hoffen wir, dass der Bunker auf ist. Dann gehen wir nicht rein. Oh, die Tür ist auf. Geh mal vor. Achso, ja, dann geh ich vor. Oh, Alter. Alles voll und es ist mega warm. Gummistiefel. Helme. Seitentasche. Und Knochen. Ein alter Knochen. Und ohne eine Schütze. Alter. Kochgeschirr. Materialschein. Alter, den Materialentnahmeschein. Deswegen ist auch der. Was ist das, wenn ich so drauf drücke? Was kaputt gehen kann. Laden. So, Kriterien für die Verleihung des Titels Bester. Der Titel Bester kann an freiwilligen Mitarbeitern der Zivilverteidigung verliehen werden, wenn sie in Obereinstimmung mit einer vorbildlichen Haltung in der Produktion und Gesellschaft regelmäßig an den festgelegten Ausbildungen teilnehmen und die Ausbildungsaufgaben mit guten und sehr guten Ergebnissen erfüllen. Krass. Wie viele Sachen da rumhängen. Ein ganzes Buch sogar. Jetzt ist es wieder. Oh, hier geht's schon los. So, ich muss mal meine Maske aufsetzen. Retter der Zivilverteidigung. Stickstoff. Halbwertsdickzeiten. Einfallender, reflektierender, absorbierender Anteil des Lichtimpulses. Schutz vor Massenvernichtungsmitteln, Leute. Schutz vor Massenvernichtungsmitteln. Gut, dass ich die Maske mit habe. Unvorstellbar, was hier zu sehen ist. Alter Schuh. Boah, hier ist der. Boah, ich eingebrochen und da hinten ist alles voller Gasmasken. Unnormal. Und noch mehr Gasmasken. Leute, das ist ja alles voll. Und schau dich mal diese neuen Verhältnisse an. Unvorstellbar. Was haben wir hier? Da sind wir hergekommen. Alte Beleuchtung. Guckt euch mal die Bauweise an.
Ja, hier ist die Luft auf jeden Fall schon besser, aber ich werde meine Maske nicht absetzen. Das ist wirklich abnormal. Von daher macht das nicht nach, Leute. Ist schon schlimm genug, dass wir unsere Gesundheit hier aufs Spiel setzen. Eieiei, ist das groß. Riesengroß. Gelegt von der damaligen Zeit, ein Eimer, ein Motorrad, Sitz, hier ist verschüttet, wahrscheinlich der Notausgang, da ist noch ein Eimer und ein Glas. Wenn man hier gräbt, da findet man bestimmt noch einiges an Relikten. Hier hat schon jemand gegraben und gesucht. Hier können wir doch die Befestigung der Kabel sehen. Die scheinen allerdings ein bisschen neuer zu sein. Aber ganz genau kann man es nicht mehr sagen. Also Reifen. Unvorstellbar, Leute. Unvorstellbar. Das sind noch die alten Kabeltrassen bzw. Kabelkanäle. Das ist sicherlich noch eine Originalinschrift hier. Natürlich schon gut verrostet. Und die Sprayer waren auch schon da. Die Steckdose. Was hier noch alles ist. Das sind wahrscheinlich Handtücher. Komplett Verpackung Handtücher. Fette Handschuhe. Die würde ich auch nur mit Handschuhen anfassen. Der alte Helm. Und irgendwelche Schutzausrüstungen. Eine Jacke wahrscheinlich. Parker, ne? Guck mal, das ist ein Parker, ne? Fall. NVA 585. Nationale Volksarmee. Was ist das? Mach mal groß. Bitte. Zelt oder? Nee, das ist nicht. Oh, das ist ein Zelt, ne? Nein, das ist kein Zelt. Ja. Obwohl, warte mal. Könnte ein Zelt sein, ne? Könnte. Ja, aber wir legen es erstmal wieder dahin. Wir wollen noch nicht zu sehr durcheinander bringen. Wir müssen das nicht hinlegen. Aber was für Gelübde, Leute. Was für Gelübde. Du musst da jetzt rein, wenn du das sehen willst. Achte darauf, dass die Maske richtig sitzt. Guckt euch mal die Handschuhe an. Richtige Schutzhandschuhe. Unvorstellbar. Unvorstellbar. Gasmaske. Mit Schlauch. Fast sogar. Filter haben wir hier genug. Guckt euch mal an, wie viele Filter. Unvorstellbar. Und oh, ganze. Muss ich aufpassen, dass meine Maske richtig sitzt. Kuckuck! Guckt euch mal an, wie viele Gasmaskenschläuche. Kann sich keiner erzählen. Unnormal, oder? Wo sind die ganzen guten Masken? Die liegen hier überall rum. Wahrscheinlich die meisten guten Sachen sind schon weg. Hier Disco. So sieht übrigens ein Filter von innen aus. Seht ihr das mal?
unnormal. Das ist wirklich abnormal. Ist der Kollege reingegangen? Komplette Maske, ne? Jo, mit Filter, Alter. Unglaublich. Er hat eine komplette Maske mit Filter gefunden. Filter ist super in Schuss. Auch. Unnormal. Komplett heile. Oh! Ja, du musst aufpassen, das ist nicht gesund. Ich würde vorschlagen, wir gucken uns jetzt mal das restliche Bauwerk an. Der Kollege macht hier noch Videos. Und wie gesagt, Leute, macht das ja nicht zu Hause nach. Die Luft ist richtig, richtig schlecht. Und dann noch die Schwebepartikel hier drin. Ihr habt es gerade gehört. Das ging direkt auf Lunge. Was sagst du denn? Junge, schon krass, ja? Ja, hast du das auch schon mal gesehen? Nicht direkt. Okay. Oh. Wollt ihr erstmal Material machen? Und hier ist richtig warm drin. So, hier ist die Luft viel, viel besser. Ohne Maske kann man das hier nicht aushalten. Gerade jetzt drin. Das Interessante ist wirklich hier die Bauform. Die sieht man so relativ selten. Die alte Beleuchtung. Mal gucken, ob wir ein Datum drauf erkennen können. IP45. Boah, ist das groß. Ich habe meinen Vortrieb damals nicht beendet. Man kann noch hier das originale Gestein sehen und den Verbruch. Der liegt hier nach über 80 Jahren immer noch. So sieht das da oben aus. Die Schlagteile sind immer noch hier. Sieht so aus, als ob das einzelne Steine sind, die man so angesetzt hat. Da gehen wir zuerst mal, genau. Und hier sehen wir sogar noch alte Schriften. Das ist aber nachträglich. Das ist nachträglich, Leute. Und hier unten auf dem Boden liegen noch ein paar Rohre und andere Teile. Und hier hat man versucht zu gucken, ob es noch weitergeht. Da geht es nicht. Es ist einfach riesengroß. Hier war wahrscheinlich der Ofen oder irgendein anderes Teil. Und auch hier sehen wir wieder die Originalbeleuchtung. Und überall liegen diese NVA-Klamotten rum auf dem Boden. Halt man versucht irgendwie zu graben, ob es noch weitergeht oder ob irgendwelche Schätze liegen. Mal gucken, was wir hier haben. Eine Plastikflasche. Dann nutzt einfach nur einen Eimer, Verbruch. Da vorne ist die zweite Untertür. Da könnten wir theoretisch raus. Aber wir gehen trotzdem lieber den anderen Weg. Nur eine Nische oder noch einen Gang? Nur eine Nische. Genau, gucken wir uns mal die Buchertür an. Hoffentlich keine Munition. So sieht das aus. Und hier ist die Buchertür.
Moderator? Okay. Ja, gerade auch. Ja. Krass. Für einen Freund, ne? Jetzt hat man eine rote. Heftig. Welche OLED ist das? Mini. Welche Farben hast du halt am Start? Hä? Welche Farben hast du halt am Start? Schwarz. Mach mal schwarz an. Lieber am Start. So rot. Grün. Blau ist auch geil, ne? Blau ist sogar richtig weit. Und weiß geht auch. Nice. Wie heißt die Marauder? Mini. Marauder Mini. Irgendwo hier im Wald muss das sein. Es ist halt auch nicht so einfach im Dunkeln das zu finden, weißt du? Deswegen ist halt ultra getarnt. Nicht, dass das hier schon abgebaut haben, guck mal. Ich dachte nicht, dass wir es hier schon abgerissen haben. Krass. Auch treffen, ne? Oh, hier war schon lange keiner mehr. Oh. Na? Danke. So Leute, wir stunden jetzt hier in der Schleuse und Terminal Strich erkennen wir noch. Ich muss erst mal aufstehen. Wir befinden uns jetzt hier in der Schleuse. Und hier könnt ihr noch die alte Schrift erkennen. Und die Funktionsweise des Zeltes, das mit Erdreich angeschüttelt wurde. Überdruckventil, Bunkertür, wahrscheinlich eine Gasdrucktür. Und hier alles voller Erdreich. Und dann gucken wir mal, ob die Tür auf ist. Siehst du auch. Wow. Oh, leider sehr, sehr stark zerstört. Das ist das Röntgengerät, sogar die Röntgenplatten sind noch da. Jetzt haben wir ein bisschen aus dem Bilder. Ja, das ist schon viel passiert hier. Hier einfach auf den Boden geworfen, die Sachen. Alle Medizinboxen. Rohre. Kisten. Das weg, ne? Eingedrungen. Das ist der Bezug. Aber das ist schade, dass hier schon so viel zerstört wurde. Das sah mal deutlich besser aus. Aber trotzdem ein mega gutes Leben.
Hast du die Tür zugemacht? Nein. Die müsste eigentlich aufgehen, die Tür. Ich glaube nicht. Doch, mach mal. Die geht nicht auf. Doch, die geht auf. Nein. Doch, die geht auf. Die wird nicht aufgehen. Doch, die geht auf. Du bist stark. Siehst du? Jawohl, der Mann ist stark. Junge, da ist Erde dahinter. Nee. Da geht nichts. Okay, schade. Dann müssen wir vor allem noch mal dran gehen. Elektrolyt-Infusionslösung mit Sorbitol. Infocool. Mandatum 83. 1.1.83. Kiste. Das ist der Blick. Englisch sein Vorratswert. Das ist übrigens der Blick raus. Und da vorne, könnt ihr vielleicht sehen, ist eine Tankstelle. Und da werde ich mir jetzt erstmal Kaffee holen. Wir sind jetzt am Ziel angekommen. Man kann schon die ersten Raketenbehälter sehen. Ich war schon mal hier und habe, keine Ahnung, 3 oder 4 Stunden gesucht. Und hier findet man die ersten Raketenbehälter. Mega. Was? Ich glaube, da vorne liegen die. Das ist der Erdhügel. Jo, das ist der Erdhügel. Aber guck mal, was ich hier auch noch gefunden habe. Alte Schützenlöcher. Guck mal. Heftig. Könnte sogar ein Bombenkrater sein. Oh, und eine alte Mine. Krass. Wir sollten lieber auf den Wegen bleiben. Nicht, dass wir hier noch irgendwelche Sachen finden, die hier nicht liegen sollten. Eine Dose. Oh, ich hab mich festgefroren. Dabei haben. Komplett dunkel hier drin. Einstellungen. Man sieht es richtig, wie tief das ist. Da liegt eine. Da liegt eine. Komplett verrottet zwar, aber hier liegt eine. Schaut euch das mal an. Toni liegt schon an. Sind die Kisten schon? Ja. Da? Hier direkt. Und ein Raketenbehälter. Hier liegt einer. Ein Teil davon jedenfalls. Oh, festgefroren. Sieht aus wie eine Abflussrohr, ne? Ja. Der ist abgeschnitten. Zustand. Da vorne sind die anderen. Oh. Rechts. Hier vorne, da liegen sie alle. Oh. Rechts, immer noch. Oh. Alter, es ist alles voll. Ja, das ist gerade schon. Alter, guck doch mal da, das ist alles voll. Ja. Alter, der Weg ist voll. Ja. Komm. Oh. Alter. Ja. Alter, guck mal. Was ist los, Alter? Hunderte. Vielleicht sogar Tausende. Es ist nicht dein Ernst. Boah. Alle einfach abgeladen. Mach ich gleich. Ich bin jetzt mal geflasht und sprachlos.
Aber wir sind nicht alleine, Leute. Seht ihr die frischen Spuren? Oh, hier ist noch mehr. Hier sind sogar noch die Transportboxen. Geht bis da hinten rein. Befestigungsvorrichtung. Unnormal. Schaut euch das mal an, wie weit das reingeht. Und hier gibt es sogar noch richtig guten Schuss. Unglaublich, was es noch alles in unseren Wäldern so zu finden gibt. Hi Leute, also wir steuern gerade unseren letzten Pin an. Das ist, oder dieser ist bekannt unter dem Namen Apothekerbunker. Es ist der aus der Zeit der NVA und das ist ein alter Werkschutzbunker. Und das Interessante an diesem Bunker, es sind noch ganz viele Relikte aus der damaligen Zeit zu sehen. Ich hoffe, das ist auch heute noch so. Die Betten sind noch komplett dort. Wir sehen auch noch einiges an Medizinpullen und ein Schutzanzug ist auch noch da. Und ich hoffe mal, dass wir reinkommen. Ich bin mal gespannt. So, meine Freunde, Final Destination. Wir sind angekommen. Wir haben den Eingang gerade auch schon gespottet. Mal schauen, ob wir da reinkommen, ob die Türen auf sind. Letztes Mal hatten wir Glück, die Türen waren auf. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Sperrangelweit. Wir sind jetzt auf dem Gelände und sehen hier einige verlassene Häuser. Oh, das ist ein Wachturm. Noch ein Wachturm. Heftigst. Deswegen sollten wir mal schnellstmöglich da rein. Bruder, bleib mal da stehen, mach deine Lampe an und nimm das Ding. Dann übernehme ich. Was soll ich machen? Nimm die, film mich. Die läuft, brauchst du einen Film? Und ich mach. Du musst am besten zur Seite gehen, sonst wird's ja dreckig. Wo muss ich mit meinem Fuß hin? Ein runter. Komm mal rechts hoch. Nee, wenn der kommt. So Leute, wir sind drin. Ich habe auch den Deckel zugemacht, damit wir niemanden stören. So sieht das dann aus. Wir befinden uns jetzt quasi im Notausgang. Und ich schlage vor, wir gehen mal zusammen rein.
Jetzt sind wir die Bunkertür und der Kollege nimmt schon auf. Hoffentlich komme ich hier durch. Oh, mit der ganzen Ausrüstung und mit 3 Kilo zu viel. Aber geschafft. Und Leute, guckt euch das mal an. Hier ist noch die Bettwäsche drin. Komplett krasser Zustand. Alte Belüftung. Weitere Betten. Also, mega krasser Zustand. Ich schlage vor, wir gucken uns jetzt erstmal ein bisschen um. Also, da sind wir hergekommen. Ich zeige euch nochmal den Notausgang. Kleine Bunkertür. Und hier seht ihr die Betten. Wirklich ein unberührter Bunker aus der Zeit der NVA. Hier haben die Menschen damals geschlafen. Selbst die Notdecke ist noch da. Ja, wie gesagt, die Belüftung. Wir probieren die gleich auch mal aus. Da kommen wir nicht klar. Ich glaube, da hat einer hingemacht. Nee, ist nur Lehm. Und hier haben sogar Leute Skat gespielt. Und VEB Möbelwerke Mühlhausen, Thüringen. Kleider- und Wäscheschrank Dresden, Eiche furniert. Hammer. Haben wir ein Datum? 484 D-Mark und 16 Cent. Vielleicht kennt das jemand noch. Ja. Hier haben wir einen alten Schrank. Der schimmelt schon. Aber ich riech's noch nicht. Und hier total viele Medikamenten. Pepso, Tinktur, Jodfrei, Coryn, Pinzetten, Binden und irgendwelche Sachen, die man nicht erkennen kann. Sogar noch voll. Seht ihr das? Eine Wirtbinde und Coryn, Nasenöl. Richtig krass. Was haben wir hier? Lüfter und ein Tisch. Funk am Leipzig. Da war eine Toilette. Ist da was drin? Da hat jemand was reingeschlüpft. Die alte Lampe ist sogar noch da. Toiletten oder Umkleideräume. Für Männer die Toilette, aber die Toilette ist schon raus. Boah, guckt euch das mal an. Guckt euch das mal an. Das ist richtig krass. Und auch hier. Ganz viel Urbex-Werbung. Acetophen, ein Schlüssel. Was haben wir hier? Den Sanitätsraum, Leute. Bodenschutzwatte, 100 Gramm Spitalware. Wollkompressen, Wundpflaster. Das ist ja wohl krass, Leute. Pepsol wieder, Ammoniaknadeln. Und boah. Ein komplett intakter Bunker mit Interieur. Das habe ich auch noch so lange erlebt. Verbandsmulde, Kondome, Apothekerschrank, Bohrsalbe, Ammoniak, Lavendel, Ampullen. Licht- und Steckdosen, Abgang, Lüftung. Irgendeine technische Einrichtung. Und hier haben wir einen Schutzanzug, Leute. Einen ABC-Schutzanzug.
In kompletter Montur schenkt er hier. Guckt euch das mal an. Ein kompletter ABC-Schutzanzug. Unglaublich. Was sagst du, Pfeffi? Der ist gut. Der ist gut? ABC-Anzug gesehen? Ja, natürlich. Der ist wirklich krank. Aber auch das hier ist krass. Haben sie extra für uns drapiert, die Leute, die vor uns hier waren. Mega. Er sieht sehr begeistert aus, meint er nicht auch? Also, ich glaube, das war schon ein echtes Highlight. Sollen wir noch mal kurz die Maschine ausprobieren? Hast du mal Lust, dran zu drehen? Geht. Dann würde ich sagen, hauen wir mal ab. Ja. Alter Vater! Ich bin diesen Kackberg hochgegangen und der Eingang ist direkt auf der gleichen Ebene.